Hallo, das ist Jan Arifa. Es ist die dritte Woche inzwischen beim Coworking. Ich schaue mal gerade, ob ich mich da drüben auf die Bank hinsetzen kann. Ich bin gerade wieder auf dem Weg ins Office. Wir haben so ungefähr 10 Uhr Ortszeit, also 11 Uhr Deutschland. So, ich knall mich gerade mal kurz hier hin. Ja, und zwar, ich habe einen Artikel vom Ralf Westphal gelesen in der .NET Pro. Das müsste so die Juli- oder Juni-Ausgabe gewesen sein. Und da hat er eben seine Erfahrungen in Fuerteventura mitgeteilt. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt nochmal ganz interessant, so das Ganze ins Verhältnis zu setzen, mal einen Vergleich anzustellen, wie das hier auf Teneriffa ist. Primärer Unterschied, bei uns sind tatsächlich die Coworking Spaces sehr gut. Sie haben separate Ruhebereiche. Dazu habe ich auch ein Video in meinem YouTube-Channel veröffentlicht, wo man sich das Ganze mal anschauen kann. Also live bin ich dann durchgegangen, habe es gefilmt. Es ist auch vorwiegend ruhig. Das heißt, obwohl eigentlich der Platz da ist, es ist trotzdem ruhig. Entschuldigung, obwohl der Platz nicht so groß ist, weil der Ralf hatte gemeint, dass er den Eindruck hat, je kleiner der Coworking Space, desto weniger wird da Rücksicht genommen, weil eben keine Alternative da ist. Und bei uns ist jetzt auch der Raum, ja, es passen schon, sagen wir mal so 15 Leute oder so rein, aber jetzt eben nicht so groß. Und da wird aber trotzdem Rücksicht genommen. Ja. Man kann auch jederzeit, wie gesagt, diesen einen Ruheraum quasi buchen, wobei der ist so selten besetzt, dass man ihn einfach on the fly nehmen kann. Aber es wäre auch die Möglichkeit da, weil es eben auch eine Sprachschule ist, dieser Coworking Space, dass man da freie Räume kurzfristig kriegt, wenn eben der Raum besetzt ist, weil man den auch zum Beispiel für Aufnahmen, für Videoaufnahmen verwenden kann. Schaut einfach mal das Video an, wie diese Räume aussehen, dann könnt ihr euch da was drunter vorstellen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein gravierender Unterschied zum Ralf. Das heißt, man kann auch hier gut arbeiten. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass das Internet hervorragend ist, also im Office hervorragend ist, dass man sogar direkt einen LAN-Anschluss hat. Da hätten wir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr recherchieren sollen, beziehungsweise einen Speedtest schicken lassen sollen. Wir haben da zwar gelesen, bestes Internet der Insel und Topspeed und bla und weiß nicht was, aber wir haben nie einen Speedtest uns schicken lassen. Und das war ja was der Ralf auch vorgeschlagen hat, dass man das vorab macht. Das finde ich eine sehr gute Idee. Das heißt aber, da haben wir einfach Glück gehabt, ja. Dann ist die Ausstattung auch nicht so provisorisch, wie das eben beim Ralf auf den Bildern gewirkt hat. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe da nur den Nachteil, eben weil ich eigentlich eher so der im Stehende Arbeitende bin, mit höhenverstellbaren Schreibtischen, dass der Schreibtisch für mich nicht ideal. Aber klar, die mussten da halt irgendwelche Schreibtische nehmen, die, sagen wir mal, so einen Mittelwert, ja, also zwischen groß und klein, dass jeder irgendwie halbwegs mitarbeiten kann. Und das ist so ein bisschen ein Nachteil, aber das wird wahrscheinlich ein generelles Problem sein. Deshalb, und da stimme ich auch der Aussage von Ralf zu, ist es wichtig, dass ihr euer Apartment oder euer WG-Zimmer oder wo auch immer ihr dann unterkommt, dass ihr das sinnvoll auswählt, also für eure Ansprüche. Weil man doch, also ich arbeite fast die Hälfte der Zeit eigentlich vom Apartment aus, weil da kann ich stehen, da kann ich auch mal ins Freie sitzen, das finde ich auch eine nette Geschichte. Da habe ich auch einfach, mir ist auch wichtig, auch manchmal komplett alleine zu sein. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Unterschied von mir zum Ralf. Der Ralf hat gemeint, er findet es schöner, wenn da eben noch Leute drumherum sind, im Sinne von Gleichgesinnte, die mit ihm an gleichen Dingen arbeiten. Bei mir ist es so, dass ich gerne mal einfach allein bin. Ja? Da fällt mir das Arbeiten einfacher, muss ich sagen. Und von daher ist es eigentlich wichtig, genau wie er es gesagt hat, einen Rückzugsraum zu haben. Und da kommt natürlich nur das Apartment dann in Frage, logischerweise. Und da solltet ihr dann eben gut drauf achten, solltet euch klar sein, was seid ihr für ein Typ. Also ich bin zum Beispiel einer, ich habe ganz andere Schlaf- und Wachzyklen. Und da ist es schwierig, eben mit anderen zusammen zu wohnen. Deswegen, ich mache das sehr ungern. Bin dann eben froh, wenn ich hier jetzt ein eigenes Apartment habe. Klar, draußen ist immer noch laut, deswegen bin ich auch überhaupt so früh wach. Aber also ich könnte mir nicht vorstellen in einer WG, weil man kann hier auch bei dem Coworking Space so Livings dazu buchen. Da ist man dann in so einer 3- oder 4er WG teilweise. Und das könnte ich mir jetzt persönlich gar nicht vorstellen. Ich wollte mal noch mit der Kollegin, die Alena, in ihren Co-Living Space und mir das anschauen. Aber ich glaube nicht, dass das was für mich wäre. Ja.
Deswegen auch das Internet im Apartment ganz wichtig. Es ist nicht hundertprozentig ideal. Ich habe da ja auch schon ein paar Mal was zu gesagt. Also tagsüber geht es eigentlich, wenn die Leute auf Arbeit sind, wenn sie abends nach Hause kommen, merkt man schon so, dass ein bisschen der Verteilerkasten wahrscheinlich überlastet ist. Und ab und zu schmiert jetzt doch auch mal der Router ab. Also nicht 100% ideal, tagsüber, wie gesagt, ich würde jetzt so sagen, von 9 bis 17 Uhr kann man eigentlich ganz passabel arbeiten. Ja? Vor allem, wenn man dann direkt am LAN angeschlossen ist, das kann man ja auch machen. Dann zum Arbeiten an sich, was mir jetzt aufgefallen ist, wie ich arbeite, im Sinne von produktiv und ob ich meine Ziele erreiche und so weiter und so fort. Da hatte ja der Ralf gemeint, dass er hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. So gesehen habe ich auch sehr viel vorbereitet, was ich hier alles machen wollte. Jetzt nicht nur arbeiten für die Firma, sondern auch privat wollte ich ein paar Sachen erledigen, zum Beispiel Blogs, YouTube-Videos, was ich, hatte ich auch gemacht, aber ich habe wesentlich mehr geplant. Bücher lesen, ich wollte mir ein paar Memo-Techniken anschauen. Also ich wollte eigentlich relativ viel machen. Und hab das natürlich jetzt nicht erreicht. Und ich muss sagen, gut. Wirklich gut, weil das war eigentlich aus Ziel ein bisschen Entschleunigung und ein bisschen Fokussierung. Also quasi zurück auf die Überholspur durch Entschleunigung. Und jetzt so reflektieren muss ich sagen, dass es gut ist und ich eigentlich auch so zufrieden bin und mein Gemütszustand einfach positiver ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man beispielsweise, wenn ich hier noch 2-3 Monate bleiben würde, ob ich dadurch dann quasi plötzlich so ein bisschen einen Boost bekommen würde. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein, rückblickend betrachtet, finde ich das ganz gut, dass ich das nicht alles umgesetzt habe und dass ich es immer so gemacht habe, wenn es mir einfach reingepasst hat. So wie jetzt beispielsweise dieses Video oder auch die anderen Videos, die habe ich ja meistens gemacht, wenn ich so irgendwie hier am Laufen war und dann gedacht habe, jetzt habe ich gerade Lust und es passt und habe mir da gar keinen Stress gemacht. Und ich muss sagen, bin wirklich nicht mehr so gestresst. Und ich habe einfach gelernt, auch Sachen zu sagen, was mich nicht glücklich macht, lasse ich los. Ja? Also da kann ich auch nur Positives von berichten. Und ja, was hat der Ralf noch gesagt? Ist immer schwierig, jetzt den ganzen Artikel da im Kopf zu haben und da Vergleiche anzustellen. Aber ich glaube, das Wichtigste wurde gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lest den Artikel und schaltet ein beim nächsten Mal. Tschüss!